Egal, wo du gerade bist, es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Und hier ist er, der Mann, der sich Julian nennt. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Sprechplanet mit einem Tag Verspätung. Das liegt aber nicht an unserem heutigen Gast, sondern ganz allein an mir. Wir haben heute den 16. Februar 2014 und ich spreche gleich mit einem der großen Gameshow-Moderatoren der 90er Jahre, mit einem der großen Late-Night-Moderatoren der 90er Jahre, mit einem Showmaster der 90er Jahre und mit einem Radiomoderator, der immer noch täglich sendet. Also er hat mir einiges voraus, in jedem Business sozusagen. Thomas Koschwitz ist gleich hier am Telefon, freue mich sehr, er kennt sich richtig aus mit den Medien. Jetzt geht's los. Ja, und jetzt haben wir Thomas Koschwitz am Telefon, ich freue mich sehr. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, ja. Sie sind täglich on air mit Ihren Sendungen Koschwitz am Nachmittag und Koschwitz zum Wochenende, moderieren mehrere Stunden live. Jetzt habe ich gelesen, Sie machen das schon seit dem Alter von 19 Jahren. Das ist jetzt fast 40 Jahre her oder bald 40 Jahre. Denken Sie da noch manchmal dran zurück, wie alles begonnen hat? Gerade heutzutage wieder, weil natürlich viele auf mich zukommen und sagen, warum bist du das geworden oder wie hat denn das angefangen? Ja. Ganz eindeutig, ich war sogar noch jünger. Also ich habe mit 17 Jahren mein erstes Feature gemacht für den Hessischen Rundfunk. So ging das eigentlich los. Und erst, also die 19 Jahre beziehen sich darauf, dass ich da mit eigentlich schon auch 18 Nachrichtensprecher wurde. Ja, Wahnsinn. Aha. Ja, aber auch Dusel. Also da habe ich sozusagen unfassbar Glück gehabt, dass die mich da auch haben machen lassen. Glaube ich. Ja, und inzwischen, also Sie haben ja eine sehr lange Karriere hingelegt. Aktuell laufen auch Ihre Radiosendungen bei mehreren Sendern parallel. Wie schwer ist es heute, so eine neue Sendung A zu konzipieren und B auch langfristig zu etablieren, wo es ja quasi auf vielen Radiosendern quasi alles das Gleiche zu hören gibt? Ja, das ist in der Tat das Drama, dass es auf allen Sendern das Gleiche zu hören gibt. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so genau und ich glaube, wenn ich jetzt heutzutage anfangen würde, ja, dann wäre das auch nicht so leicht zu machen. Dadurch, dass ich das schon ein paar Jahre mache und dadurch, dass die Menschen zum Teil ja Fans, zum Teil Beobachter, zum Teil Gegner aus den Jahren, mich aber natürlich durch verschiedene Medien haben kennenlernen können, bin ich quasi so ein Vertrauter. Und dadurch habe ich es natürlich ein bisschen leichter. Also wenn ich anfange, irgendwo zu senden, dann ist relativ schnell klar, wer ich bin. Und dann ist auch relativ schnell erstmal ein, sozusagen als Vorschusslorbeere, eine Art Interesse da. Ja. Und das muss ich dann rechtfertigen. Das ist aber, weil ich schon so lange mache, glaube ich, relativ leicht. Während wenn ich es neu konzipieren müsste, weiß ich gar nicht, ob das ginge. Das heißt, man sagt sich, den Koschwitz, den kennen wir, der kann das, den lassen wir mal machen. Das denken hoffentlich und vermutlich mal der ein oder andere Programmdirektor so, ja, und die Hörer eben, weil sie mich eigentlich kennen, dann möglicherweise nur in der Sendung nicht. Gucken sie erstmal, was macht denn der da? Und wenn es gut ist, bleiben sie, wenn es nicht so gut ist, gehen sie halt wieder auch leider. Ja, und Sie haben ja auch sehr viele tolle Gäste im Studio. Auf Ihrer Homepage kann man auch wunderschön sich Bilder durchgucken. Das ist Nena, Sido, Dirk Bach und Peter Maffay. Haben Sie da persönliche Highlights oder gab es mal Gäste, wo Sie gedacht haben, boah, dass der jetzt bei mir steht, das ist schon ein Traum? Ja, eigentlich immer wieder. Vor allen Dingen, wenn sich dann so eine Vertrauensbasis herstellt. Also ich habe gerade gestern, neues Album ist draußen von Peter Maffay, mit dem wieder geredet. Und den habe ich gefühlt Minimum 10-mal schon befragt. Und eigentlich könnte man ja denken, dann ist eigentlich alles besprochen. Man weiß, wie die Karriere verlaufen ist und jetzt ist gut. Das Spannende ist, dass diese ganzen Leute, und das ist das für mich eigentlich Reizvolle, sich ja weiterentwickeln, wie ich auch. Mhm. Also ich darf an deren Leben und an deren Karriere sozusagen immer mal wieder teilnehmen, ansonsten kriegt man sie ja in der Öffentlichkeit auch mit. Ja, klar. Und das finde ich, das ist das eigentlich Großartige. Ja. Auch die Möglichkeit, dass jemand etwas gesteht, also sagt, ich habe da in der Vergangenheit den oder den Fehler gemacht oder es ist eben nicht wahr, dass ich keine Drogen genommen habe oder, also was sozusagen gerne auch, ja, wenn es gerade akut ist, geleugnet wird, das kommt dann bei solchen Gesprächen ganz anders raus oder auch, weil mir dann offenbar zugetraut wird, dass ich damit auch ordentlich umgehe. Das ist immer so eine schwierige Geschichte, wenn man etwas gemacht hat,
was eine Karriere eigentlich schädigen könnte. Ja, und trotzdem muss man aber darüber erzählen, weil es irgendwie bekannt geworden ist. Dann braucht man ja einen Gesprächspartner, dem man da zutraut, dass er einen jetzt nicht weiter ruiniert, sondern einfach sagt, okay, dann erzähl mal, wie war es denn jetzt eigentlich? Und das ist ein schönes Gefühl. Ja, war denn damals der Sprung ins Fernsehen von Ihnen gewollt? Oder wie bei vielen hat sich das so ergeben in den 80er Jahren, als alles so im Aufbruch war? Na, jeder, der erzählt, dass sich das so ergeben hat aus Versehen, dem kann man schon mal nicht glauben, weil das ist ja Quatsch. Also ich komme ja nicht aus Versehen in ein Fernsehstudio und dann steht da einer und sagt, wollen Sie nicht auch mal was sprechen? Sondern da ist ja schon ein eigener Motor dahinter, nämlich die eigene Eitelkeit im Regelfall. Und so war das natürlich bei mir auch. Ja, ja. Und ich wollte da auch wahnsinnig gerne hin. Ich wollte allerdings nicht zu diesem Zeitpunkt sein und ich wollte auch nicht gleich in die Königsklasse des deutschen Farbfernsehens, nämlich in die Late-Night-Show. Das war eigentlich nicht der Plan. Also als ich da gecastet wurde, entstand das dadurch, weil ich bei einem Casting davor ganz gut abgeschnitten hatte, das überhaupt nicht ernst genommen hatte und gegen eine Frau verloren hatte. Und ich habe gedacht, naja gut, das kann passieren, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Habe meine Radiosendungen weitergemacht und dann wurde ich halt wieder eingeladen zu einem Casting und ging wieder davon aus, dass ich das nicht gewinnen würde. Und da ging es um eine Show, die sollte um 0.30 Uhr ausgestrahlt werden. Ja. Und erst als ich das Casting gewonnen hatte, teilte man mir dann mit, dass das mit dem 0.30 Uhr zwar mal irgendwann geplant war und vielleicht auch passieren würde, aber dass ich jetzt erstmal Herrn Gottschalk vertreten würde um 23.15 Uhr. Und da habe ich gedacht, eieiei, haben die denn einen Schuss? Und hätte ehrlich gesagt auch nicht dran glauben wollen und habe auch nicht dran geglaubt, dass das so lange gut gehen würde. Aber es ist ja 2 Jahre gut gegangen und ich habe also gedacht, ich mache das maximal eine Woche. Ja, und auf der Homepage von Radio Brocken steht übrigens bei Ihnen, dafür würde ich mein letztes Hemd geben. Da haben Sie dann eingetragen, ein Interview mit David Letterman. Also war das wirklich auch schon Ihr absoluter Traumjob? Waren Sie da angekommen? Nein, als ich damals damit anfing, war das nicht so. Jetzt bin ich etwa zehn Jahre bei Radio Brocken. Heute ist es so. Also heute würde ich ein Gespräch, ein Interview mit David Letterman, da würde ich in der Tat viel für geben. Weil ich habe zigmal in New York in seiner Show gesessen, fand ihn großartig und finde ihn nach wie vor großartig und bedauere es wirklich zutiefst, dass jetzt Harald Schmidt durch sein Sky-Engagement, was jetzt auch zu Ende geht, quasi in der Versenkung verschwunden ist. Das ist ein Drama. Ja, aber Sie als großer Late-Night-Fan, haben Sie dann diese 2 Jahre bei RTL besonders genossen? Ist das auch eine Sache, auf die Sie wahrscheinlich Ihr Leben lang immer wieder angesprochen werden und auch immer wieder gerne drauf angesprochen werden? Ja, also das Witzige ist, das ist ja 20 Jahre her und trotzdem kann es mir immer noch passieren, dass ich in ein Taxi einsteige, jemand mich im Rückspiegel anstarrt und sagt, sagen Sie mal, ich sehe doch da immer Ihre Late-Night-Show, also als ob die heute noch laufen würde. Ja. Das finde ich sehr witzig, aber es ist, ja natürlich, also das ist eine der schönsten Zeiten meines Lebens gewesen. Ich will die nicht unbedingt wiederholen müssen, aber an vielen Stellen war das großartig. Ich meine, man muss sich vorstellen, ich habe da innerhalb von, wir haben etwas über, wie viele Sendungen haben wir gemacht? 280, 285. Ich habe rund 700 Stars und Weltstars sozusagen kennenlernen dürfen in dieser Zeit, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also jeden Abend 3. Ja, ja. Wo kriegt man das nochmal? Also das war unglaublich, ja. Ja, ich habe letztes Jahr mit Michael Kostler gesprochen. Kennen Sie den noch? Der hat, ja, der sagt mir was, ein ziemlich eckiger Kopf. Genau, richtig. Und der hat alles Mögliche getrieben. Was habe ich mit dem zu tun? Das weiß ich nicht mehr. Ja. Ich weiß nur, dass ich den kenne, ja. Genau, der hatte damals bei Jetzt sind Sie dran das Warm-up gemacht. Okay. Und er hat sich sehr, sehr gerne an diese Sendung erinnert, hat da quasi noch von geschwärmt, auch von diesem Konzept. Ist das bei Ihnen auch so oder ist das bei Ihnen in Ihrer großen Vita nur eins von vielen? Das Konzept war zu früh. Deswegen kann ich eigentlich gar nicht sagen, ob das ein gutes oder ein schlechtes war. Die Idee dahinter war ja, dass man sozusagen im Studiopublikum eine mögliche Fernsehquote vorwegnimmt, indem man sozusagen langweilige Gespräche per Voting aus der Show schießen kann. Und das ist eigentlich ganz witzig, also das hört sich witzig an, dass man sozusagen als Studiozuschauer einer Fernsehshow, die live läuft, Einfluss darauf hat, wie lange ein Studiogespräch mit einem Talkmaster läuft. Der Nachteil ist,
dass natürlich im Extremfall gar kein gutes Gespräch zustande kommt, weil man sowohl als Gast als auch als Gastgeber alles das erzählt, was von dem man glaubt, dass es jetzt das Publikum wahnsinnig faszinieren würde. Ja. Die Wahrheit des Lebens ist aber, dass natürlich nicht alle Dinge sich sofort als Sensation entpuppen, sondern einen Geschichtsfaden haben, also länger erzählt werden müssen, bevor man sozusagen die Dimension und die Großartigkeit erkennen kann. Und genau dieser Teil eines guten Gesprächs ist durch diese Show eigentlich immer zerschossen worden. Genau, das hat Michael Kossler auch in etwa gesagt. Da manchmal kamen die Leute rein und fuhren direkt wieder raus. Ja, weil die waren da nicht sympathisch. Ja. Und das Publikum hat gesagt, nee, den Idioten wollen wir gar nicht erst sehen. Also war der weg und das hätte eine gute Geschichte werden können. Es ist sehr davon abhängig, wie auch so eine Stimmung im Studio ist und wo das hingeht. Also insofern ja, nicht das optimalste Konzept, aber ein lustiges. Also ich erinnere mich an die Zeit gerne zurück, weil es gab unter anderem ein Gespräch mit einer, ach, die war großartig, die nannte sich Uschi und war, ich bin sicher, über 60, weit über 60, sehr nette Frau, der man optisch nicht ansah, dass sie Telefonsex machte. Und die das zunächst mal als Hobby gemacht hat, gar nicht wusste, dass das also jetzt sozusagen eine gute Geldquelle werden könnte. Und die dann aber plötzlich überrannt wurde und deswegen hatten wir sie eingeladen, weil die also Tag und Nacht fast arbeiten konnte sozusagen am Telefon. Und wie die das geschildert hat, teilweise in einer unglaublichen Naivität. Die hat also, das Publikum hat am Boden gelegen vor Lachen und die war einfach herzensgut und hat gar nicht begriffen, wie zweideutig die sich da auch geäußert hat. Die blieb zum Beispiel, die hat es geschafft, komplett die ganzen, ich glaube 7 Minuten musste man durchhalten, die ganzen 7 Minuten da auf dem Stuhl zu bleiben und eben das Publikum die ganze Zeit zu faszinieren. Aber Sex sells, ist ja klar, also bei dem Thema sind dann eben auch alle neugierig und bleiben. Ja. Ich habe jetzt mal im Internet geschaut, was die Leute von Ihnen auch gern gesehen haben, weil ich wollte unbedingt so ein paar Sachen ansprechen. Merken Sie schon, wir gehen so Stück für Stück Ihre Vita durch. Da kommt dann natürlich auch Hast du Worte vor. Das war so eine Sat.1-Variante der Pyramide, haben Sie von Jörg Pilawa übernommen und 750 Folgen gemacht. Die wollen ja erstmal produziert werden. War so eine Gameshow immer Fließbandarbeit? Ist das so? Ja, das ist Fließbandarbeit, aber wir hatten da einen Riesenspaß, muss ich sagen. Das ist auch eine schöne Zeit gewesen. Komplett anders als die Nachtshow, komplett anderes Arbeiten. Und weil Sie vorhin so gefragt haben, ist das zufällig passiert und wollten Sie so ins Fernsehen einsteigen, hätte ich erst diese erstmal diese Gameshow machen dürfen und dann die Late-Night-Show, wäre das, glaube ich, der bessere Aufbau gewesen. Diese Gameshow, Hast du Worte, war großartig, aber das, in der Tat, da haben wir pro Tag zwischen 5 und 6 Folgen gedreht. Ja. Das ist schweineanstrengend und das haben wir in 14 Tagen gemacht. Dann waren aber auch natürlich gleichzeitig mehrere Wochen und Monate gefüllt. Also das heißt, ich habe sozusagen immer nur sehr punktuell arbeiten müssen und konnte dann wieder nach Hause fahren und mich anderen Dingen widmen, weil dann erstmal viele Folgen da waren. Ja, es lief in einem Block mit Bube, Dame, höre ich. Überhaupt war das ja auch das Game-Show-Jahrzehnt. Viele wünschen sich so Comebacks von Preis ist heiß, geh aufs ganze Glücksrad. Glauben Sie, das hätte in der heutigen Welt überhaupt eine Chance, wirklich auch, sagen wir mal, 2, 3 Jahre sich wieder einen neuen Namen zu machen? Also man versucht das. Im Fernsehen und auch im Radio läuft alles nach gewissen Zyklen ab. Und da die Fernsehmacher leider nicht so die besonders Kreativen sind, jedenfalls nicht sehr viele, es gibt ein paar, Endemol ist so einer oder John Demol vor allen Dingen, kommen eben alte Formate dann immer mal wieder nach oben und werden aus dem Keller geholt. Also ich glaube, der Preis ist heiß, ist etwas, was wir, glaube ich, demnächst wieder sehen werden. Harry Weinfurt sagte ja, glaube ich, auch in jedem Interview, er würde es sofort wieder moderieren. Sogar Peter Bond, das hätte ich nicht gedacht, hat mir letztes Jahr gesagt, wenn das richtige Angebot kommt, steht er wieder am Glücksrad. Ist das bei Ihnen auch so, diese Liebe zu dieser Sendung? Hast du Worte? Nee. Man hat sie mir sogar schon nochmal angeboten. Aha, ja. Und ich habe damals sehr zum Entsetzen der Leute, die mir die angeboten hatten, weil sie das als großes Geschenk an mich auch eigentlich gedacht hatten. Ah ja. Habe ich es abgesagt. Das hat was zu tun damit, dass ich glücklicherweise immer denke, man muss sich als Mensch ja auch weiterentwickeln. Also mich interessieren inzwischen ganz andere Dinge. Und diese Neugier ist es auch, die mich sozusagen im Radio diese Sachen machen lässt im Moment mit am Samstag oder zum Wochenende und mit Leuten talken und die Welt versuchen zu begreifen. Ja. Das ist was, also ich habe Spaß, also ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass Game-Shows was Schlechtes wären, nur ich bin da, glaube ich, inzwischen raus. Das ist interessant.
Viele kennen sie auch noch vom Frühstücksfernsehen. Es gibt diesen einen legendären Clip mit der versteckten Kamera, in den sie geholfen haben, Andrea ja. Kiewel reinzulegen. Das muss man kurz erklären. Da musste sie, also die Andrea Kiewel quasi, sie vorführen, indem sie Bilder aus dem Bordell von ihnen zeigt. Und sie sind dann wutentbrannt ins Studio gestürmt. Ganz großartig. Waren Sie da trotz Ihrer großen Medienerfahrung einmal im Leben richtig nervös, dass das nun echt wirkt? Oh, ich war höllisch aufgeregt, weil das war, glaube ich, die bisher einzige Live-Candid-Camera. Also das zum ersten Mal und ich glaube auch zum letzten Mal ist sozusagen im Fernsehen live jemand reingelegt worden. Ja. Das war auch mit einem unfassbar technischen Aufwand verbunden, weil Andrea Kiewel ja glauben sollte, dass sie zum Beispiel, als ich sie da angepfiffen habe, in der Werbepause ist. Das bedeutet für die Hörer, dass jemand, der im Studio sitzt, der kann seine Sendung im Fernsehen auf Monitoren verfolgen, damit er weiß, wo er in der Sendung ist. Und genau das haben die alle manipuliert. Das heißt, Andrea Kiewel war der Meinung, sie sieht Werbespots. Mhm. Und die Wahrheit war, aber sie war schon längst wieder auf der Antenne. Bedeutet, auch die ganzen Kameras mit ihrem Rotlicht mussten ausgeschaltet sein, weil wenn man Rotlicht sieht, weiß man, man ist auf der Antenne. Ah, ja, okay. Das musste sozusagen technisch manipuliert werden und ist auch manipuliert worden. Und sie war der Meinung, dass wir wirklich nicht auf der Antenne sind. Und deswegen habe ich so rumrandalieren können und deswegen hat sie auch so reagiert. Ich glaube, die ist bis heute ist mir die böse. Also das ist leider so. Wir hatten zwar einen Riesenspaß, mich hat auf dem Flughafen Tegel anschließend ein Amerikaner angesprochen, der sagte, ich habe das heute Morgen gesehen, das war ja großartig, ich kenne sie nicht, aber die Show war cool. Ja, interessant. Wenn Sie sagen, bis heute ist sie Ihnen böse. Ja, also sagen wir mal so, wenn wir uns sehen, gehen wir nett miteinander um. Ja. Aber das hat sie mir, glaube ich, nicht verziehen, weil das hat sie auch, das war schon herbe. Ja, ja klar, total. Ich musste es natürlich so echt spielen wie möglich, damit sie sich sozusagen nicht, dass sie sozusagen nicht aus der Rolle fällt oder ich aus der Rolle falle und wir beide furchtbar lachen, dann wäre ja der ganze Scherz leider nicht aufgegangen. Ja, vermissen Sie diese starke Fernsehpräsenz? Und ich glaube, obwohl Sie ja wirklich sehr gut beschäftigt sind, täglich am Mikrofon, kommt es sicher immer wieder vor, dass Leute angelehnt an Ihre Kabel-1-Sendung fragen, was macht eigentlich Thomas Koschwitz? Ja, das kommt vor. Und ich sage mal, vor rund 10 Jahren hätte mich das auch möglicherweise noch angezeckt und ich hätte mich gefragt, bist du jetzt nicht mehr so wichtig? Das habe ich glücklicherweise überwunden. Ja. Und sagen wir mal so, käme ein vernünftiges Fernsehangebot im Sinne von dem, was mir Spaß macht, angelehnt an meine Sendung Koschwitz zum Wochenende zum Beispiel, würde ich das auch nicht ausschlagen. Aber das Radio und die Möglichkeiten im Radio sind so ungleich viel größer und so ungleich viel weniger arbeitsaufwendig. Man muss nicht so viel rumwarten. Also beim Fernsehen ist es immer so, dann klappt das Licht nicht, dann klappt irgendeine Kameraeinstellung nicht, dann ist leider die Kulisse nicht da, dann muss an der Maske rumgeschraubt werden, dann ist der Gast irgendwie schlecht gelaunt, dann ist dieses und jenes. Also es ist einfach viel mehr Aufwand, um Fernsehen herzustellen, als eine Radiosendung. Ich habe, wie gesagt, gestern mit Peter Maffay ein Interview aufgenommen, der kommt, hat da seine Entourage dabei, wir trinken einen Kaffee, gehen ins Studio, öffnen den Mikrofonregler, so wie wir beide das jetzt hier auch gerade tun, und quasseln los. Und vor allen Dingen ist der Quotendruck wahrscheinlich gar nicht so riesig dann, oder? Das ist übrigens ein wichtiges Thema. Wir müssen kurz klar machen, was das oder warum das so ein Druck ist. Das sagen ja immer alle nach dem Motto, aha, der ist jetzt nicht mehr im Fernsehen, weil er den Quotendruck nicht aushält. Das ist völliger Quatsch. Ich halte die Quote für ein gutes Instrument, wenn man rauskriegen will, was wohl so ganz gut beim Publikum ankommt. Gleichwohl ist die Quote aber nur ein Teil einer Bewertung einer Sendearbeit, finde ich. Mhm. Das heißt, eine gute Sendung, die eine schlechte Quote hat, muss nicht sofort deswegen eine schlechte Sendung sein, nur weil die Quote nicht erreicht worden ist, sondern die Qualität der Sendung ist möglicherweise eine sehr, sehr gute. Und was mich so ärgert und weswegen ich da auch nicht mitspielen will, ist, dass dieses wir deklinieren und definieren eine Sendung überhaupt nur darüber, ob die Zahlen hinten stimmen. Ja. Das ist für eine private Radio- und Fernsehstation sicherlich wichtig, aber das ist nicht das einzige Kriterium. Und ich finde, es sind so viele Karrieren sowohl im Radio als auch im Fernsehen ruiniert worden, weil diese Kackquote da gesprochen hat, statt zu sagen, vom reinen Menschengeschmack her, vom reinen Fanaufkommen, war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Und
Deswegen sind die Macher auch im Grunde genommen immer opportunistisch auf der Suche, das Richtige zu tun, damit die Quote stimmt. Also sie fangen an in Sendungen, in denen das überhaupt nichts verloren hat. Auch bei Tommy Gottschalk übrigens damals bei der Late-Night-Show. Plötzlich wurden irgendwelche barbusigen Italienerinnen in eine Late-Night-Show eingeladen, nur um die Quote hochzuhalten. Ja, ja, ja. Wie irre bitte ist das? Ja, interessant ist, Hans Meiser hat kürzlich bei Fernsehkritik.tv ein Interview gegeben, hat gesagt, die ersten Wochen seiner Talkshow sind quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesendet worden und trotzdem hat man immer an ihn geglaubt, das wäre heute nicht mehr möglich. Man sieht ja auch, was mit dieser Millionärswahl passiert ist bei ProSieben, das ist aber wieder ein ganz anderes Thema. Überhaupt zu dieser RTL-Jubiläumshow, da saßen Sie im Publikum, ne? Das ist so, ja. Hans Meiser wurde auch eingeladen und hat gesagt, das wollte er nicht unbedingt. Er hatte auch keine Zeit, aber er wäre auch nicht gekommen, weil er so nur im Publikum sitzen, das auch zu Hause machen kann. Fanden Sie diese Sendungen, das waren ja zweimal 4 Stunden, also wirklich richtig groß aufgefahren, fanden Sie die inhaltlich gut oder hätten Sie sich gewünscht, dass ein bisschen mehr der ersten, ja, sagen wir, ersten 20 Jahre auch ordentlich thematisiert wird? Ja, darüber habe ich nachgedacht. Ich glaube, das ist für die Fernsehmacher schwierig gewesen. Also wir müssen auch hier unterscheiden zwischen einer Fernsehstation, die öffentlich-rechtlich sortiert ist und einer, die privatrechtlich, also kommerziell und auf den Gewinn von Werbespots ausgerichtet ist. Mhm. RTL verdient ausschließlich, das muss man sich ja immer mal wieder klar machen, das Geld damit, dass Werbung verkauft wird. Demzufolge muss RTL darüber nachdenken, was ist so attraktiv, dass möglichst viele Zuschauer dahin gucken. Ja, ja, ja. Und aus diesem Grund hat RTL sich dazu entschieden, und das verstehe ich vollständig, ein bisschen mehr die Leute und die Protagonisten nach vorne zu holen, die eben heute auch für Quote sorgen. Und nicht die Damen und Herren, die aus teilweise ja guten Gründen aussortiert, eben zu dem alten Eisen von vor 20 Jahren gehören. Mm-hmm. Insofern, das ist schmerzhaft für die Damen und Herren, die da gewirkt haben, also für den Hans Meiser und dessen Eitelkeit, das verstehe ich schon. Ja. Nur, und in der ARD im Übrigen, daher wäre ich sehr beleidigt gewesen, wenn da nicht mehr sozusagen das alles gefeiert worden wäre, wären wir alle bei der ARD sozusagen 30 Jahre alt geworden. Ja. Insofern, ja, ich verstehe ihn, aber bei RTL begreife ich, dass die Entscheidungen anders gelaufen sind. Ja, ja, interessant. Ne? Ich glaube auch, dass viele Jugendliche beim langen Gespräch mit Matti Krings zum Beispiel auch abgeschaltet hätten. Ja, ne? Auch sich die Frage gestellt hätten, wer sind die beiden älteren Herren, ja, genau. Die sich gerade darüber unterhalten, dass sie meine Nachtschuh vor 20 Jahren gemacht haben. So schön die war. Ja. Aber das interessiert doch heute keinen 20-Jährigen mehr. Der war da ein Kind oder noch gar nicht auf der Welt. Mhm. Haben Sie denn vor Ort mit Herrn Gottschalk darüber noch gesprochen oder gar nicht? Ganz kurz, wir haben uns gesehen und die Hand geschüttelt, aber jetzt ausführlich geredet, darüber haben wir leider nicht, nee. Ja, kommt es denn auch manchmal vor, dass man sich fragt, wo ist denn die andere Hälfte vom Koschwitz geblieben? Sie sind ja Sie sehen sehr sportlich aus, sehr gut aus. Hat das auch was damit zu tun, dass dieser Schlaganfall damals Ihr Leben so weit verändert hat? Weil Sie haben nämlich eben gesagt, vor 10 Jahren hätte mich das noch mehr gefuchst mit dieser Fernsehpräsenz, jetzt nicht mehr. Ist das alles darauf zurückzuführen? Das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, dass man gucken muss, und ich habe das auch für mich tun müssen, was ist eigentlich das Motiv, überhaupt eine Karriere machen zu wollen, in die Öffentlichkeit zu wollen und. Und meine Triebfeder war eine ganze Zeit lang, neben der Tatsache, dass ich sehr neugierig bin, glaube ich auch einfach die Eitelkeit, einen großen Erfolg hinzulegen, nach dem Motto, ich muss es allen zeigen. Ja. Und das ist deshalb verhängnisvoll, weil dieses Motiv, ich muss es allen zeigen, am Ende dazu führt, dass man unglaublich viel Kraft in etwas investiert, was eigentlich krank ist. Weil wem will ich es denn zeigen? Leuten, die ich wahrscheinlich im Regelfall gar nicht mag oder die mich nicht mögen. Also ich muss etwas beweisen, was eigentlich Quatsch ist und nichts zu tun hat mit dem, was mich wirklich ausmacht. Und da ist in der Tat der Schlaganfall eine gute Marke gewesen, weil als der passierte, habe ich mir genau über diese Dinge sehr viele Gedanken gemacht und bin zu diesen Schlüssen gekommen. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben. In der RTL-Show war Gabi Köster auch dabei. Der hat ja auch einen Schlaganfall gehabt, wie jetzt jeder weiß. Ist ja auch sie ist ja auch ziemlich oft in den Medien. Können Sie das verstehen, dass sie da immer so eingeladen wird und ausschließlich dann darüber gesprochen wird? Schwierig. Also ich habe bewusst nach einem Jahr auch mit meinem Management gesagt, wir hören auf. Es gibt sehr viele Anfragen bis heute noch, ja, wo ich eingeladen würde und könnte über meinen Schlaganfall erzählen. Das Problem ist, das hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, das hat Steffen Halaschka gerade vor kurzem mir sehr schön gesagt,
Schade, dass du es nicht machst, weil dein Beispiel würde vielen Leuten Mut machen, die in einer ähnlichen Lage sind. Insofern macht Frau Köster alles richtig. Die andere Seite ist, dass man irgendwann, und da sind die Medien halt auch gnadenlos und auch alle diejenigen, die sozusagen fantasielos Gäste einladen, man wird dann reduziert auf genau dieses Thema und gerät so als wie soll ich sagen, Vertreter und Reisender in Sachen Krankheit genau. Von einer Talkshow in die nächste, und das ist grauenhaft. Und sie muss gucken, dass sie sozusagen die Balance hält zwischen ihrem eigenen Schicksal, was übrigens ein deutlich viel schlimmeres ist als meines, weil mein Schlaganfall war ein Klacks dagegen. Ja. Und ihrem, also das heißt sozusagen ihrer eigenen Verarbeitung dieser Krankheit und dem, was sie dem Publikum an Informationen zumutet, weil man will nicht unbedingt von einem Star alles wissen, was den so umgeschmissen hat. Man will sehen, dass der wieder aufsteht, und das tut sie, und das ermutigt auch viele, und das freut mich auch für sie. Ja, ja. Ja, und da musste sie noch zuschauen, wie 7 Tage, 7 Köpfe ein Mini-Revival feiert. Bernd Stelter saß auch im Publikum. Das wurde auch viel diskutiert, warum man da jetzt so gemacht hat. Mir kam dieses Ganze auch sehr platt vor und gar nicht so wirklich, wirklich lustig. Kam das beim Publikum gut an, live nein, im Studio? Nein, nein. Das war ehrlich gesagt eine Katastrophe. Also wer da auf die Idee gekommen ist, gehört heute noch verhauen, weil das darf man nicht tun. Man darf eine Ikone des deutschen Farbfernsehens wie 7 Tage, 7 Köpfe nicht so schlecht wiederholen. Also die ganzen Köpfe, die da saßen, waren ja gute. Also die können ja alle richtig gut Comedy. Bin ein großer Fan von Dieter Nuhr, von Atze Schröder, wie sie da alle heißen. Ja, ja. Ingo Appelt und so, die können alle was. Und da eine solche beschissene Textauswahl vorzunehmen und eine derartig gelangweilte Nummer abzuziehen, das ist grauenvoll. Ja, das müssen die aber auch doch selber wissen. Oder ist doch erstaunlich, dass das überhaupt so gemacht wird? Ja, im Fernsehen gibt es manchmal krumme Wege und merkwürdige Wege, wie so Entscheidungen entstehen und was da an was da festgehalten wird. Und ja, klar, da war halt keiner mutig genug zu sagen, nee, die Kacke mache ich nicht mit, weil man natürlich auch, das tut man nicht, das ist ja zum 30. Geburtstag und das sollte ja auch nur ein einmaliges Geschenk sein, sozusagen, nach dem Motto, guck mal, wir sind auch da. Schwierig, also ich weiß auch nicht, ob ich gesagt hätte, nee, das finde ich zu doof, aber deutlich, dass es nicht angekommen ist, ist sicher. Ja, okay. Ja, zum Abschluss, Herr Koschwitz, erstmal ganz interessant, Ihnen zuzuhören, da spricht ganz, ganz viel Medienerfahrung mit. Wie sieht jetzt aktuell Ihr Alltag aus? Wie sieht die Vorbereitung aus, die Sie jetzt zum Beispiel heute noch haben auf die heutige Sendung? Oder ist das alles schon vorbereitet? Nee, das geht jetzt gleich richtig los. Also ich habe, dadurch, dass es ja sozusagen 3 Sendestationen sind, die parallel dieselbe Sendung oder die, sagen wir mal, die gleiche, es ist nicht dieselbe, ausstrahlen, muss das vorbereitet werden. Manche Interviewgäste sind nicht live da, sondern die muss ich halt mir vorher aufzeichnen und. Ja, ja. Also insofern ist der Tag angefüllt mit viel Quasselei. Dann habe ich eine ganze Reihe schöner Rubriken, auch die müssen irgendwann mal, wie das bei uns im Fachdeutsch heißt, eingesprochen werden. Und das alles passiert jetzt und ab 14 Uhr sende ich live. Ja, und das jeden Tag, ne? Auch am Wochenende. Ja, wobei da ist zum Teil dann aufgezeichnet, also die Koschwitz zum Wochenende Sendung ist, weil eben viele Gäste gar nicht live da sein können. Ah, okay. Und weil die Sendung auch parallel auf 5 Stationen läuft, muss sie sozusagen verteilt werden können. Und das geht nur, indem sie sozusagen mit einer Zeitverzögerung vorher aufgezeichnet wird und von den jeweiligen Servern dann geliefert wird. Alles klar, dann haben sie ja doch noch ein bisschen mehr Zeit, als ich dachte, privat dann. Wochenende haben sie. Ja und nein. Also ich mache zum Beispiel jetzt demnächst eine sehr schöne Sendung bei HR1. Ja. Lass knacken mit meinem alten Freund Werner Reinke. Da spielen wir nur Vinylplatten. Aha, das ist live und das ist am Wochenende. Ah ja. Aha. Ja, dann viel Spaß weiter, viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben hier für uns und so viel erzählt haben aus den ganzen Sendungen, die Sie gemacht haben. Man hätte, glaube ich, noch 3 Stunden weitersprechen können. 1000 Dank. Ich danke auch. Ja, das war der heutige Sprechplanet, das war Thomas Koschwitz. Wir hatten am Ende so in den letzten 5 bis 10 Minuten leichte Tonprobleme hier. Ich hoffe, man konnte trotzdem alles gut verstehen. Mögen diese Probleme never ever again hier auftauchen. Zum Beispiel übermorgen nicht, denn da geht's bereits weiter. Übermorgen haben wir die Sängerin Doreen Steinert hier bei uns am Telefon. Sie spricht über ihre neue Single
und erzählt uns, ob es tatsächlich, wie in den Medien berichtet, eine Abrechnung mit ihrem Ex Sido bedeutet. Das sind Themen, die bewegen uns hier. Übermorgen zum Beispiel. Bis dahin, schönes Wochenende, schönes Restwochenende, schönen Sonntag. Es ist sehr, sehr sonnig. Machen wir schnell was draus. Ich gehe schon mal vor. Tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.